Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Wir begrüßen einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz in der DKB Handball-Bundesliga in der Begegnung TBV Lemgo gegen TSV Hannover-Burgdorf. Das Ergebnis lautet 34:34, der Halbzeitstand 19:17. 4.723 Zuschauer waren heute zu Gast in der Lipperlandhalle. Ich begrüße den Gästetrainer Jens Bürkler. Einen wunderschönen guten Abend. Benjamin Chardon, mein Geschäftsführer. Unseren Trainer Jürgen Kermann und Christian Spredlik. Ja, Jens Bürkler, ich würde Sie bitten, einmal kurz die Partie aus Ihrer Sicht zusammenzufassen. Guten Abend erstmal. Erstmal gefühlt eine Niederlage. Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Hatten das ganz fest auf dem Zettel und haben es über das ganze Spiel nicht geschafft, dass um die Woche, in dieser kurzen Vorbereitungszeit, die wir hatten, wirklich sehr, sehr viel thematisiert haben, die Abwehr so zu stellen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Das hat nicht gepasst, über das ganze Spiel halt nicht. Und kommen dann trotzdem hinten raus in das Spiel rein, sind einmal kurz vorne. Und dann denkst du so, jetzt kann es dann doch noch gehen. Dann bist du auf einmal 32:29 hinten, dann denkst du, fuck, jetzt ist dieses Spiel rum. Und dann wirklich Kompliment, dass sie es nochmal drehen. Sind auch da dann nochmal vorne. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen dieses Spiel. Es waren wechselbare Gefühle. Für den Zuschauer, glaube ich, mehr als interessant. Es ging auf und ab. Waren auch sportlich wirklich tolle Leistungen zu sehen von beiden Mannschaften, gerade was das Angriffsspiel anging. Und deshalb ist diese Punkteteilung wahrscheinlich gerecht. Momentan fühlt sie sich für mich an wie eine Niederlage, weil wir jetzt zum wiederholten Male hinten raus beim unentschiedenen Ball haben und es nicht machen. Dieses entscheidende Siegtor und deshalb sehr schade. Und ja, jetzt sind 2 Wochen Pause, sodass man es leider nicht gleich wieder gut machen kann. Und das ist die Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt. Das ist eine sehr lange Zeit und wir wollten einfach gewinnen und das haben wir nicht gemacht. Danke, Jens Böckle. Florian, wenn du uns deine Sicht schilderst. Ja, guten Abend auch von mir. Ja, ich bin auch noch nicht ganz so sicher, ob ich mich jetzt freuen soll oder ärgern soll. Ich glaube, wenn man das Spiel wirklich und auch die Voraussetzungen, die da waren, betrachtet, bin ich mit dem Punkt sehr, sehr zufrieden. Es haben viele Dinge sehr gut geklappt. Wir mussten kurzfristig den Ausfall von einem unserer Hauptabwehrspieler, Jonathan Steenbeken, verkraften, der krank war, der gerade in den letzten Spielen wirklich eine sehr, sehr gute Form hatte, konnten. Durch Junud Ramba, unseren Neuzugang, der vor 2 Tagen aus Rumänien kam, das gerade in der Abwehr ein bisschen auffangen. Ich glaube, er hat eine ganz tolle Leistung gezeigt, aber auch da herrschte natürlich so ein bisschen noch die Abstimmung, die Abstimmungsprobleme. Und vielleicht war das ein Grund, dass wir nicht ganz in die Abwehrleistung reinkamen. In den letzten Spielen haben wir zu Hause eigentlich immer die Spiele über die Abwehrleistung gewonnen. Dafür, und das muss man auch erstmal schaffen, hat, glaube ich, gerade in der ersten Viertelstunde im Angriff alles geklappt. Arne Niemeyer konnte jeden Ball aufs Tor werfen, der war sowieso drin. Wir haben die Dinge wirklich auf den Punkt gespielt, haben dann leider Gottes ja so ab der 16., 17. Minute ein bisschen den Faden verloren, haben dann 1-2 schnelle Abschlüsse gesucht, aber, und das muss man auch sagen, ich glaube, dass bei Hannover gerade in der Abwehr mit Erik Schmidt wieder ein ganz wichtiger Spieler auch dabei war, der dann in der zweiten Halbzeit für Stabilität gesorgt hat. Als ich vorm Spiel gesehen habe, dass er spielen kann, hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hatte eigentlich davor ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft. Die haben das gezeigt, was ich wieder jedes Mal vorm Heimspiel verlange. Die haben sich nach den Bällen geschmissen, die haben Zuschauer mitgenommen. Ich glaube, heute war wieder eine tolle Stimmung. Dass es am Ende nicht gereicht hat, vielleicht lag es ein bisschen auch an der Kraft nachher, weil ich nicht viel gewechselt habe. Bewusst auch nicht viel gewechselt habe. Aber ich denke, mit dem Punkt können wir gut leben. Ich glaube, dass Hannover eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Die werden jetzt in den nächsten Spielen, ohne dass ich jetzt so viel Druck aufbauen will, das hast du schon gemacht, vom Potenzial auch den Weg nach oben gehen. Ich traue der Mannschaft ganz viel zu, weil sie ganz viel Qualität haben, die sich aber auch erst finden müssen. Und hoffe, dass wir jetzt uns gut vorbereiten in der Länderspielpause. Da wir nicht so viele Nationalspiele haben, können wir bis auf Ari hin quasi voll trainieren. Wir können unseren Neuzugang Junud Ramba wieder auch im Angriff dann mal einbauen.
und fahren dann nach Magdeburg. Und da freue ich mich schon auf die tolle Stimmung in Magdeburg in der Halle. Und da werden wir wieder kämpfen und uns jede Kleinigkeit erarbeiten müssen. Danke. Danke, Florian. Benjamin Schatton. Ja, Trainer haben beide schon das Spiel analysiert. Ich kann eigentlich nur den Zuschauern gratulieren. Wenn die Eintrittspreise sich nicht markant seit meiner Zeit verändert haben, dann gab es heute, glaube ich, 4 Tore pro Euro. Das ist, glaube ich, deutlich über den Ligaschnitt. Von daher herzlichen Glückwunsch, sind ja auch viele gekommen. Sollen auch wiederkommen, damit die Halle hier regelmäßig voll ist. Ansonsten freue ich mich für beide Trainer, dass die Mannschaft ein bisschen Sidestep-Bewegung und auch Dreiecksbewegung geübt haben. Wenn heute vor dem Spiel gewesen wäre, dann wäre das auch noch besser gewesen. Leider war heute Spieltag, deswegen können wir über Abwehrverhalten, glaube ich, zumindest bei unserer Mannschaft heute nicht sprechen. Das ist sehr enttäuschend. Gerade weil wir auch nicht die personellen Sorgen hatten, die wir davor hatten. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Die bringt uns genau gar nichts, weil kein Mensch da ist. Können wir ein bisschen Kleingruppe machen, 2-2, ein bisschen Batman spielen. Vielleicht hilft das. Abwehrarbeit haben wir vorher trainiert, hat nichts gebracht. Von daher freuen wir uns auf ein neues in 2 Wochen gegen einen starken Aufsteiger aus Stuttgart. Wenn ich die Ergebnisse bisher sehe, dann kann ich jedem Hannoveraner nur raten, in die Halle zu kommen. Da gibt es wieder eine gute Quote. Pro Tor, pro Euro. Und ansonsten ist der Punkt heute ja, ein Wechselbad der Gefühle. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich mich freuen soll oder nicht. Jens hat schon gesagt, wenn man den letzten Ball hat, will man gerne gewinnen. Zwischendurch waren wir auch schon mal tot und hätten hier wahrscheinlich normalerweise mit gesenktem Haupt die Halle verlassen. Das haben wir so auch ein bisschen. Ich wünsche dem TBV natürlich aus alter Verbundenheit alles Gute. Ich hoffe, dass der Punkt der Seele gut tut und was der Punkt für uns heißt, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Vielen Dank. Danke, Benjamin. Ich fasse zusammen, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt in beiden Hallen. In Lipperland schon immer. Danke. Und genau mit diesem Ball spiele ich jetzt Christian Schmidlik an. Ja, schönen guten Abend. Benni, nette Rechnung von dir. Aber ich kann voller Stolz sagen, dass ein Tor bei uns günstiger ist, weil wir haben nach wie vor in der Kategorie 1 28 Euro pro Karte und von daher sind wir sogar noch ein bisschen günstiger als 1 Euro pro Tor. Hast du mich auch geschissen, ich habe 36 Euro. Ja, das machen wir schon mal ab und zu. Aber nur bei denen, die es können. Nee, gut, okay, zum Spiel. Ja, was soll man dazu sagen? Also gemischte Gefühle auch. Ich sehe es da ähnlich wie Flo. Wir führen in der ersten Halbzeit mit 13-7, 6 Tore und schaffen es dann sogar noch mit einem Tor zurückzulegen, 14-15. Wo man dann sich schon fragt, wie kann das jetzt passieren? Letztendlich denke ich aber, es war ein Spiel ja, auf Messerschneide. Wie gesagt, Flo hatte vor dem Spiel prognostiziert, es wird eine Abwehrschlacht. Das habe ich dann ab der 20. Minute habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, da stand es dann 16, 15 oder so. Habe ich dann gesagt, okay, das wird keine Abwehrschlacht. Aber ich denke, am Ende des Tages geht das Unentschieden total in Ordnung. Also ich von meiner Seite aus bin zufrieden. Ich stelle auch immer ganz gerne das Positive in den Vordergrund. Das ist heute wieder mal eine hervorragende Zuschauerkulisse, ein hervorragender Hexenkessel. Also wirklich das Konzept, was wir hier fahren, das ist in den letzten Spieltagen stetig steigend und immer mehr Zuschauer strömen hier zu unseren Heimspielen und das nicht zu Unrecht. Ne? Wir sind die letzten 5 Spiele ungeschlagen. Also wir präsentieren uns hier wirklich sehr, sehr heimstark und hoffen jetzt natürlich auch, dass wir in Zukunft das auswärts auch mal mitnehmen können. Ich denke schon, dass der November und der Dezember schon Spiele dabei sind, wo wir auch auswärts punkten können. Wie gesagt, wir müssen die Heimstärke, die wir hier haben, dann mitnehmen. Und dann werden wir das auch machen. Und ganz besonders möchte ich heute mal unseren Kapitän Rolf Herrmann mal loben. Also vor dem Spiel sah es überhaupt nicht so aus, als wenn er spielen konnte. Der hat also wirklich, ist da total erkältet mit einer dicken Nase und schleppte sich hier mehr oder weniger in die Halle rein. Macht heute 8 Tore, auch in Phasen, wo es ganz wichtig war. Waren seine Tore da hervorragend, also von daher großes Kompliment. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal 2 Wochen Pause, bevor es dann in Magdeburg weitergeht. Und ja, da werden wir die Mission, erster Auswärtspunkt oder die ersten Auswärtspunkte, werden wir angehen. Dankeschön. Danke, Benjamin Schon. Danke, Christian. Können Sie ruhig nochmal bedanken. Ja, genau, euch eine schöne Rückfahrt. Wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns dann, beim nächsten Heimspiel wieder hier in der Lippmann-Halle Gastgeber zu sein. Dankeschön.